Also, wer eine Glatze hat, was kann man denn hier noch machen? Da kann man gar nichts machen, ja. SIPS 32 Suspect Identification. Kann man hier nicht. Ach, schade. Save and Exit, Reset. Nee, also erstmal, er hatte ja andere Haare, ne? Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja, eher so, ne? Der hat ja so komisch zurückgekämmtes Haar. Hm. Kinn. Warte mal, was hat er noch gesagt? Spitzes Kinn, ne? Ja, das würde passen. Der hat ja so eingefallene Wangen und so, ne? Nee. 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 Ja, eher so, ne? Hm. Nase. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, auf keinen Fall so dick. Der hatte eher eine dünne Nase, ne? Eher so eine... Wie so eine Adlernase. Nee, nee, die kann es auch nicht sein. Oh. Nee. Ja. Ja, eher die, ne? Oder? Nee, die auch nicht. Nee, dann eher... Ne, die so, ne? Würde ich sagen. Ja, Augen, das waren... Der hatte hier so... So ziemliche Ränder und so, ne? Also er hat ja ziemlich dunkle Augen. Oh, nee, nicht so. Nee. Ja. Ja. Das wird doch schon fast passen, oder? Nee. Hm. Ja, so, ne? Das passt dann auch hier mit diesen Rändern. Ich bin mir nur mit dem Schnurrbart nicht sicher. Ich glaube, der Schnurrbart ist falsch. Nee. 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 Ja, aber alles andere passt so gar nicht. Das ist das Einzige, was so einigermaßen passt. Ich versuch's mal. Was? Achso. Und? Das ist er. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Hm, kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist... Angelina! Aaron, ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Für das sie blutüberschmiert war, ist sie aber noch sauber. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie... Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen. Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache. Wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht. Haben Sie Beweise? Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber! Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Sie... Setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Ja.
Nur wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Nur, wie kann ich sie öffnen? Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Das heißt, wir müssten jetzt zur Leichenhalle? Zum Hauptplatz? Nee, ich wollte mich eigentlich hier noch mal ein bisschen umschauen. Täter, Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben. Ich glaube kaum, dass sie mich hier in den Akten herumschnüffeln lassen. Na, das glaube ich auch nicht. Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern. Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Ja, okay, aber als Alternative willst du dann aufhören zu trinken und verdursten, oder wie? Ich bin nicht durstig. Ich meine, klar, Wasser zu verschwenden ist natürlich blöd, sollte man nicht machen, aber... Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstration. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Aber ohne zu trinken überlebt man halt auch nicht sehr lang, ne? Clever, ehrgeizig und hungrig. Eine amerikanische Musterbürgerin. Alle klopfen ihr auf die Schulter, dabei ist sie auf halbem Wege, ein Roboter zu werden. Ein Robert zu werden. Kann man ein Foto machen, ja? Ja. Und nochmal, komm, gib mir alles. Oh ja. Und? Ich glaube, das Bild ist ganz gut geworden. Yay, super. Was hat's eigentlich hier mit auf sich? Achso, das war, wenn man irgendwas freigeschaltet hatte, ne? Hier. Auch nochmal. Nicht? Darren? Also. Nach diesen finsteren Gesellen wird gefahndet. Da sind ja erbärmliche Verbrechervisagen dabei. Ich frage mich immer, ob die Polizeifotografen eine besondere Ausbildung haben, um jeden wie einen Verbrecher aussehen zu lassen. Oder liegt es daran, dass die Bilder auf Fahndungsplakaten kleben? Mir kommt es zumindest immer so vor, als ob jeder auf den Bildern exakt so aussieht, wie man sich einen Verbrecher vorstellt. Büro des Inspektors. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ja. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Ja, das wirkt so, ne? Wurde Fullers Haus gründlich durchsucht? So gründlich, wie es nötig war. Das heißt? Wir haben einen Mord und eine Tatverdächtige, die praktisch auf frischer Tat ertappt wurde. Wir haben also den Tatort fotografiert und die Spurensicherung hat alles dokumentiert. Haben Sie den Keller durchsucht? Nur flüchtig. Das habe ich mir gedacht. Kannten Sie Fuller? Er war ein Schwein. Und deswegen hat er es verdient, umgebracht zu werden? Warum sollte Angelina ein Dutzend Mal auf ihn einstechen? Warum sollte es jemand anderes tun? Sieht mir nach Leidenschaft aus. Angelina kannte ihn kaum. Vielleicht war sie wie von Sinnen. Eine Literaturstudentin aus England im Blutrausch. Hat es alles schon gegeben. Und wer sagt denn, dass sie Fuller nicht kannte? Vielleicht hatte sie ein verdammt gutes Motiv. Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass jemand ein verdammt gutes Motiv hat, bevor Sie ihn wegen Mordes anklagen? Nicht bei so einer Bluttat. Wer das einem anderen Menschen antut, hat dabei nicht viel nachgedacht. Vielleicht hatte sie überhaupt kein Motiv und es hat einfach Klick gemacht. Na, weiß ich nicht. Ist Fullers Leiche schon obduziert worden? Nein, noch nicht. Wir erwarten die Ermittler aus Portland gegen Mittag.
Mhm. Und bis dahin? Warten wir. Toll! Wo ist Vollers Leiche jetzt? Im Krankenhaus. Sie haben da eine Pathologie. Ja, okay, wie schon fast vermutet, ne? Das heißt, wir machen uns jetzt am besten mal auf zum Krankenhaus und schauen mal, wie wir in die Leichen alle reinkommen. Was für ein Scheißwetter. Naja, passt irgendwie. Oh, schön. Wetteränderung. Ich finde viele Gebäude hier im Zentrum recht groß und protzig für so eine kleine Stadt. Besonders das Rathaus. Früher muss die Stadt mal sehr wohlhabend gewesen sein. Vielleicht wurde erfolgreich Walfang betrieben. Oder sie haben, wie wir in Boston, ihr Geld im 19. Jahrhundert mit dem Verkauf von Eis gemacht. Neuengland-Eis wurde in die ganze Welt verschifft, bevor es Kühlschränke gab. Hä? Lieferscheine? Hier liegt ein Lieferschein für Flüssigseife. Ich kann nichts mitnehmen. Die Krankenschwester würde es bemerken. Ah, da sitzt auf einmal jemand, ja? Kann man jetzt nicht an dem... Ja? Doch. Hallo. Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Ah, den muss ich liegen gelassen haben. Dann holen Sie ihn. Oh, klar. Ach, jetzt sollte man mal das Buch gucken, ne? Beweise für Fullers Machenschaften. Der Mord an Fuller muss etwas mit seinen dunklen Machenschaften zu tun haben. Ich muss mich im Laden umsehen. Ja, sehe ich auch so. Zugang zum Leichenschauhaus. Solange die Krankenschwester mit direktem Blick zur Leichenhalle sitzt, komme ich nicht mal in die Nähe der Tür. Aber ich muss da irgendwie rein. Die Wache im Krankenhaus lässt mich auch nicht in die Gerichtsmedizin. Irgendwie muss ich an ihr vorbei. Mom im Krankenhaus. Ich hoffe, sie kommt wieder auf die Beine. $1000 im Jahr schicken und warum? Ein neuer Tag in Bitford. Es heißt, man soll vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen. Aber soll ich traurig über Fullers Tod sein? Vermutlich hat er nur bekommen, was er verdient hat. Das Problem ist nur, die Polizei verdächtigt Angelina. Als hätte sie einen Grund. Als könnte sie so etwas tun. Ich hatte einen Grund und trotzdem wäre ich nur zu so etwas nie in der Lage. Ich muss Angelinas Unschuld beweisen. Ich muss. Sie wurde in eine Falle gelockt, vermutlich von ihrem mysteriösen Verfolger. Hat der Fuller ermordet oder hat der Mord mit der Erpressung zu tun? Wahrscheinlich letzteres. Ja, das vermute ich auch eher, dass es entweder Mrs. oder Mr. Biber war, weil das Mr. Biber das rausgefunden hat oder dass Mrs. Biber einfach die Schnauze voll hatte. Das wäre schon sehr naheliegend. Ich finde es schön, dass er sich auch immer mal wieder umzieht. Ne? Hat sich ja schon wieder umgezogen. Finde ich gut. Ich kann nichts mitnehmen. Die Krankenschwester würde es bemerken. Ja, wir müssen die irgendwie ablenken. So wie wir das in dem Souvenirladen gemacht haben. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Ja, folgendes. Wie geht es meiner Mutter heute? Unverändert. Ihre Vitalwerte sind in Ordnung, aber sie liegt nach wie vor im Koma. Hm. Also können wir nur warten. So sieht es aus. Ah, nicht gut. Ist der Typ, der sich nach meiner Mutter erkundigt hat, nochmal hier gewesen? Nein. Zumindest nicht in meiner Schicht. Sagen Sie bitte auch den anderen Schwestern, dass sie sich melden sollen, wenn er hier auftaucht. Der Mann wird polizeilich gesucht. Ich weiß. Die Polizei hat ein Phantombild gefaxt. Gut.